Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal und wieder mal zu einem kleinen Pack-Opening. Und ihr habt diese Tage, diese Packs sicher schon hundertfach und tausendfach gesehen, aber ich mache trotzdem auch ein kleines Pack-Experiment. Natürlich nicht so viele wie andere, ich mache ja eine RTG und wie man sieht, ich habe fast keine Coins mehr und allein von den 80 plus Upgrade Packs, ich habe mir alle seltenen Goldspieler kaufen müssen, oder fast alle, ich glaube ich hatte nur 5 im Verein. Aber ja, auf jeden Fall, es gibt ein paar Packs, denn ich habe insgesamt 5 von den 80 plus Spielerwahl vorbereitet, 5 von den 3x 80 plus Upgrade Packs, also von diesen hier 5, von diesen hier 5 und eben einmal das doppelt 86 plus Upgrade Pack, da ich mir sogar einen Team of the Season kaufen müssen. Krull, das ist anscheinend der billigste 86er, den es zurzeit gibt. Und ja, ich glaube, ich labere jetzt schon lang genug. Fangen wir an. Hier haben wir mal die 5 80 plus Upgrade Packs und fangen wir an in der Mitte. Zumindest ein Dots wäre schon super aus den Ganzen. Hier ist einmal nichts drin, aber ein 83er. Dann nehmen wir das erste Pack. Hier ist leider auch keiner. Aus denen schon mal ein Walker zumindest ist ja super, aber 283er. Naja, für das, dass ich alle seltenen kaufen habe, also alle häufigen kaufen habe müssen. Und hier ist aber der erste Walker, Erason, 88er. GG, den nehmen wir mit. Und da wären 85er auch noch drin, ist eh klar. Dann welches? Nehmen wir gleich neben Erason. Vielleicht ist da ja ein Dots drinnen. Nein, aber ein 84er und dann das letzte 80 plus Player Pick, komm, hier ein Dots, schaut auch schlecht aus, ein 85er aber immerhin. Insgesamt die Ausbeute, ein Walkout, ein 85er, ein 84er, zwei 83er. Ja, kann man nicht unzufrieden sein, finde ich. Kann man auf jeden Fall nicht unzufrieden sein und dann starten wir rein. Ich habe hier zwar 11 Packs, aber hier noch so Premium-Spieler, Premier League Upgrade Packs, Serie A und so weiter. Die machen wir jetzt nicht auf, es geht jetzt nur mal um die 5 Stück von den 80 plus Upgrades dreimal und dann eben zwei seltene Spieler 86 plus. Fangen wir hier wieder in der Mitte an. Sieht mir jetzt gleich, ob es ein Walkout wird oder nicht. Wird keiner. Durchläufer, Deutschland, Dormann, das wird Trapp. Was hat der für eine Bewertung? 83. Ich hatte irgendwie 84 oder 85 im Kopf bei denen. Aber was noch dahinter? 82er, 80er. Naja, dann haben wir nur mehr 4 von denen. Machen wir das erste auf. Komm, ein Dots zumindest aus dem Ganzen. Das wird auch kein Walkout und das wird nicht einmal ein Durchläufer. GG. Das wird ein Suchek. 81er. Auf die Transferliste mit dir. Nur mehr 3. Vielleicht ist das ein gutes Zeichen, dass da jetzt kein Durchläufer drin war. Maybe. Komm. Bitte, bitte, bitte. Mist. Nicht einmal zweimal kein Durchläufer hintereinander. Schön langsam wird es bitter, finde ich. Das kommt natürlich alles auf die Transferliste. Ich habe so gut wie es geht meine ganzen Untauschbaren eingelöst. Komm, zwei Hammer von denen noch. Komm jetzt, gib mir den Walkout. Gib ihn mir, gib ihn mir, gib ihn mir. Jawohl, wer blau. Das ist einer, das ist einer. Was wird's? England? Rechter Verteidiger Wan-Bissaka! Den habe ich schon. Ich habe genau einen Dots. Ich habe einen Dots und den sehe ich doppelt. Und ich habe den anderen auch schon untauschbar. Was mache ich jetzt mit denen? So, jetzt muss ich einen kurzen Cut machen und schauen, was ich mit dem mache. So, nachdem ich jetzt, glaube ich, eine Stunde lang herumgebastelt habe, oder eine halbe Stunde, ich mache Navas, die teurere SPC von Navas. Dann habe ich wieder gutes SPC-Foto, dann brauche ich nur mehr ein 83er Rating, obwohl mir das hier echt einiges auch gekostet hat. Da gebe ich den doppelten ab, mit dem ich noch 0 Spiele habe. Ich habe mir Gomez kaufen müssen um 7,7.
Und den habe ich mir auch kaufen müssen um fast 20k. Einen roten Player-Pick gebe ich noch ab. Sonst nichts Besonderes dabei. Ja. Möchte ich abgeben. Bah, warum hat sich Van Bissaka sein können? Aber gehen wir weiter. Ich habe gesagt, einen Dotson habe ich gezogen. Gehen wir hier rein. Jetzt muss ich den wieder in den Verein geben. Das ist der, mit dem ich schon gespielt habe. Dann gehen wir rein. Back-to-back Dots vielleicht. Würde auf jeden Fall nicht Nein sagen. Und nicht wieder ein Gleichen, wenn es geht. Nein, es wird nicht einmal ein Durchläufer. Ja, es wird nicht einmal ein Durchläufer. Naja, da waren die Player-Picks waren besser wie die 3x80 Plus, kommt mir vor. Also die 3x80 Plus, die haben nicht so wirklich gegönnt. Der kommt auf die Transferliste, dass ich da jetzt so reingrätsch und nochmal einen Cut mache und das einfüge. Aber da habe ich mir echt gedacht, was bin ich für ein Idiot? Ich ziehe zwei Packs vor, aus diesen Packs einen Dots und dann sage ich, die Packs sind nicht gut. Also, naja, da denke ich mir schon. Aber jetzt geht's weiter. Und jetzt das entscheidende Pack, das zweimal seltene Spieler 86 plus. Also das muss jetzt gönnen. Machen wir es auf, ohne viel Labern. Das letzte Pack für dieses Video und bitte. Walkout muss es sein, ist klar. Komm, gönn mir was Großes. Es wird kein Dots. Es wird kein Dots. Es wird Deutschland. ZM, es wird Toni Kroos mit 88. Und den habe ich schon. Oh, für das habe ich ein 88er Team abgegeben. Also das ist bitter. Was ist noch dahinter? Ein 87er. Achso, nein, habe ich anscheinend. Ah, Toni Kroos. Ich habe Toni Kroos für die SPC abgegeben. Naja, Ausbeute hätte auf jeden Fall besser sein können, aber mein Backlog kennt man ja. Und ja, dann war es mit diesem Video. Wenn man kein Backlog hat, sollte man diese Packs nicht machen, wie man sieht. Aber ich wünsche euch trotzdem viel Glück und ciao. Bis dann.